Von Montag bis Mittwoch, da war die Entry and General Standard Konferenz und Volker Schulz, Redakteur von der Aktionärsbrief, der war dort vor Ort und ihn wollen wir natürlich heute nach seinen Eindrücken befragen. Herr Schulz, über 100 Unternehmen haben sich dort präsentiert, viele Investoren waren auch da. Wie war denn die Stimmung unter den Investoren? Insgesamt war die Stimmung natürlich etwas gedrückt. Das Thema Griechenland ist natürlich in aller Munde. Es wurde auf den Gängen weniger über die Unternehmen gesprochen, als über das Thema Griechenland. Hinzu kam, dass in den letzten 3 Tagen ja auch viele Nebenwerte abverkauft worden sind. Es war großer Verkaufsdruck da. Es gab auf der anderen Seite aber auch kaum Käufer. Deshalb kam es auch teilweise zu erheblichen Kursverlusten, die im Bereich zwischen 10% und 20% sogar lagen. Die Stimmung bei den Investoren also gedrückt, aber wir haben gerade schon gesagt, über 100 Unternehmen haben sich in Frankfurt präsentiert und nach dem Eigenkapitalforum ist die Konferenz ja eigentlich auch eine der wichtigsten überhaupt. Wie haben sich denn die Unternehmen jetzt präsentiert? Haben die sich von der Wirtschaftskrise erholt? Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Die Vorträge waren gut, die Vorträge waren von optimistischer Stimmung. Man kann ganz klar sagen, dass die Unternehmen sich wieder gefangen haben. Sie waren gekennzeichnet von stark steigenden Auftragseingängen. Besonders seit März und jetzt auch April spüren die doch eine deutliche Steigerung in der Dynamik. Die Umsätze legen deutlich zu. Viele Unternehmen haben auch das Forum dazu genutzt, um ihre Quartalszahlen vorzulegen und die fielen allesamt eigentlich sehr gut aus. Also die Stimmung bei den Unternehmern, die ist sehr gut. Nebenwerte haben ja immer so einen Beigeschmack, sage ich mal, dass sie angeblich sehr volatil sind und zum Teil gelten sie auch als illiquide. Sollten sich daher Anleger überhaupt mit Nebenwerten beschäftigen? Natürlich, man braucht bei Nebenwerten teilweise sehr gute Nerven, das ist ganz klar. Sie sind sehr volatil, da kann es Tagesschwankungen von 10-15% geben. Das ist keine Seltenheit. Aber man muss auch wissen, dass man mit Nebenwerten deutlich höhere Gewinnpotenziale heben kann als eben mit Standardwerten. Das liegt eben hauptsächlich daran, dass Standardwerte ja von den Analysten sehr gut gecovert werden. Siemens zum Beispiel wird von 50 Analystenhäusern beobachtet. Das heißt, wenn es dort Neuigkeiten gibt, es wird innerhalb von Minuten, Stunden wird es analysiert und auch entsprechend dann den Kursen angepasst. Also dort hat der Aktionär eigentlich keinen Informationsvorsprung mehr. Bei den Nebenwerten ist es anders. Die werden teilweise überhaupt nicht beobachtet. Da gibt es keinen Analyst, der sich so ein kleines Unternehmen anschaut. Wenn es hier zu Neuigkeiten kommt, kann es oft sein, dass es Tage, manchmal sogar Wochen dauert, bis das überhaupt vom Markt wahrgenommen wird. Und daraus ergeben sich natürlich erhebliche Bewertungsineffizienzen, sprich auch Unterbewertungen bei den Unternehmen. Und das kann natürlich der Privatanleger mit ein wenig Recherche für sich sehr gut ausnutzen. Deshalb sind Nebenwerte natürlich hochinteressant. Sie haben sich natürlich auch unter den Nebenwerten in Frankfurt umgeschaut und haben so eine kleine Liste mit Favoriten erstellt. Einer davon ist IFA Systems. Was macht das Unternehmen so interessant? IFA Systems ist ein IT-Systemhaus mit Fokus auf Arztpraxen, die auf Augenheilkunde fokussiert sind. Es werden auch Augenkliniken beliefert mit Software und auch IT-Infrastruktur. Das Interessante an dem Geschäft ist, dass es sich um Softwarelizenzen handelt. Das sind Dauerverträge, man hat sehr hohe Wartungserlöse. Man kann das Geschäftsmodell von IFA auch praktisch von der Risikostufe her mit einem Pfandbrief vergleichen. So sicher ist es, so sicher ist man eben auch durch die Krise gekommen. Nur ist man in den letzten Jahren eben nicht mehr gewachsen, weil der Markt ziemlich gesättigt war. Aber das hat sich jetzt geändert. Wir haben ja in den USA eine Gesundheitsreform und IFA hat in den USA schon einen sehr guten Namen. Und dort hat man eine Vertriebsgesellschaft jetzt gegründet und man plant hier auf Sicht der nächsten 5 Jahre den Umsatz auf kumuliert auf 90 Millionen Euro hochzufahren. Das heißt, IFA selbst geht auch davon aus, dass man in den nächsten 2 Jahren durchaus den Umsatz verdoppeln kann. Und wir haben aktuell eine Bewertung bei IFA mit KGV 8, das ist nicht viel. Also hier ist sicherlich sehr, sehr viel Potenzial in Zukunft vorhanden. Herr Schulz, in Frankfurt haben Sie über 100 Unternehmen präsentiert, da lassen wir es mit einem aber nicht davon kommen. Gibt es noch weitere Unternehmen, die Sie in Frankfurt getroffen haben, wo Sie sagen, die könnten auf die Watchlist gehören? Ja, die gibt es natürlich.
zu nennen wäre zum Beispiel die Data Group, das ist ein IT-Systemhaus, sehr, sehr interessant, wächst auch zweistellig, hat einen sehr attraktiven Akquisitionskurs auch eingeschlagen. Die Bewertung ist sehr niedrig. Das KGV per 2011, das liegt bei 6, das ist nicht viel und hier kann man sicherlich auch einen Zielkurs von 7 Euro unterstellen. Dann gibt es noch die Eckert & Ziegler, das ist ein Spezialist für Strahlentechnik und Medizintechnik, auch sehr interessant, wächst zweistellig seit Jahren, ist um 25% per anno gewachsen, davon sind 15% etwa organisch. Wir haben auch eine sehr niedrige Bewertung mit KGV 9, ein Zielkurs von 29 Euro, kann man hier auch unterstellen. Auf der anderen Seite gab es auch die Bob Mobile, das ist ein Experte für Klingeltöne, Software-Apps und Mobile-Marketing. Sehr, sehr interessant. Die haben eine Dividendenrendite von fast 8%, haben einen KGV von 6 per 2011, Kursziel 20 Euro. Dann haben wir noch IFA Systems. IFA Systems und dann letztlich noch die Frogster, auch sehr interessant. Ein Spielehersteller, ein Online-Spielehersteller, auch mit hohen zweistelligen Wachstumsraten. Niedriges KGV von 9. Hier kann man sicherlich auch um die 30 Euro als Kursziel erwarten. Vielen Dank, Volker Schulz. Das fällt schon fast gar nicht mehr unter die Rubrik Tagestipp. Das war ja heute schon viel mehr. Danke für die Informationen, die Sie uns von der Konferenz mitgebracht haben. Das war unser Tagestipp heute am Freitag. Wir haben Ihnen eine ganze Handvoll interessanter Aktien von der Konferenz aus Frankfurt präsentiert, aber damit noch nicht genug. Ich kann Ihnen noch einen kleinen Tipp geben, wenn Sie sich ein bisschen ausführlicher zum Beispiel über die eben angesprochene Aktie von Bob Mobile informieren möchten, dann klicken Sie einfach mal durch unsere Online-Datenbank, denn bei Bernecker Portrait, da war die Bob Mobile AG schon mit ihrem Vorstandsvorsitzenden zu Gast und hat sich präsentiert. Also hier können Sie sich auch noch einmal genauer informieren, das macht das ganze Bild rund. Und wenn Sie trotzdem noch eine Frage haben, dann können Sie uns die auch schicken, nämlich an die E-Mail-Adresse redaktion@bernecker.tv. Oder Sie können Ihre Frage auch stellen bei uns im Forum. Da gibt es nämlich bernecker.tv und in diesem Forum können Sie uns auch Ihre Fragen stellen und wir werden die natürlich in einer Sendung ausführlich beantworten. Das war's zum Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag.